Man kann es kaum glauben. Bis zu 3% Wirtschaftswachstum, Aufschwung, Krise überwunden. Manche Politiker vermitteln den Eindruck, wir hätten die Finanzkrise hinter uns und alles sei im Griff. Auch die Banken werden vermeintlich an die Kandare genommen und sollen Geld in einen Fonds einzahlen, um künftig angeschlagene Geldhäuser zu stützen. Doch die Summen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Will uns die Regierung tatsächlich weismachen, solche dürftigen Maßnahmen schützten uns vor einer möglichen weiteren Finanzkrise? Nötig wäre es, endlich an die Wurzeln des Problems zu gehen und für eine schärfere Regulierung der Finanzmärkte zu sorgen. Detlef Schwarzer zeigt, wie eine Bankenlobby das jedoch verhindert. Nachdenklichkeit in den Augen von Gerhard Schick. Er ist Bundestagsabgeordneter der Grünen. Eine einfache Frage lässt ihn nicht mehr los. Für wen machen er und die Abgeordneten der anderen Parteien eigentlich die Gesetze? Für die Bürger oder für die Banken? Und können sich die Abgeordneten überhaupt noch wehren gegen die massive Lobbyarbeit der Finanzinstitute? Ich befürchte, mit vielen anderen Parlamentariern übrigens, dass es uns nicht gelingt, die Finanzmärkte wirksam zu regulieren, weil die Kraft der Finanzbranche so stark ist, diese Regeln zu verhindern. Der renommierte Strafrechtler und Kriminologe Peter Alexis Albrecht geht noch weiter. Man kann sagen, dass das, was die Finanzlobby will, politisch auch umgesetzt wird in diesem Lande. Für diese Annahme gibt es gewichtige Gründe, wie Kontraste herausfand. In Deutschland sitzt die Regierung von der Öffentlichkeit fast unbemerkt mit den Banken an einem Tisch, um die Regulierung der Finanzmärkte abzusprechen. In der sogenannten Initiative Finanzstandort Deutschland. Die Großbanken und Versicherungen gemeinsam mit dem Bundesministerium der Finanzen und der Bundesbank in einer Lobby. Der Chef der Deutschen Bank ist, welch Wunder, voll des Lobes über die großartige Zusammenarbeit mit der Bundesregierung. Der Wert eines engen Austauschs zwischen Politik und Finanzwirtschaft hat sich in der Krise bewiesen. Für den Finanzexperten Hans-Peter Schwintowski ist dieser enge Austausch völlig unakzeptabel. Das geht nach meiner Meinung nicht. Denn das führt automatisch dazu, dass die gegenseitigen und gegensätzlichen Positionen miteinander womöglich vermengt werden und dass womöglich der Staat zum Sprachrohr der Branche selbst wird. Das darf und soll nicht sein. Also ich bin der Meinung, wir müssen sowas trennen. Der Einfluss der Finanzlobby ist massiv. Heute tut sich die Bundesregierung schwer, das zurückzudrehen, was frühere Regierungen auf Druck der Banken selbst zugelassen haben. Die starke Liberalisierung des Finanzmarktes, die zur größten Finanzkrise seit den 30er Jahren geführt hat. Rückblick. Anfang 2000 drohen die Banken mit Jobabbau und Abwanderung in die Finanzzentren London und New York. Dort war das Kreditgeschäft mit neuartigen Finanzprodukten, sogenannten Kreditverbriefungen, in Mode gekommen. Riesige Summen ließen sich damit verdienen. Deutschland verschlafe die Entwicklung der Märkte, warnen die Banker. Wacht auf, Deutschland, das kann ich nur sagen. Kanzler Schröder reagiert prompt und weicht die Finanzmarktregeln im Sinne der Banken auf. Sein Ziel: mehr Kredite für die mittelständische Wirtschaft und mehr Jobs in der Finanzbranche. Die rechtlichen Schranken für die Kreditvergabe sollen gelockert werden. März 2003. Finanzminister Eichel kündigt eine Finanzmarktreform an, um den Finanzplatz Deutschland zu stärken. Mai 2003. Eben die Initiative Finanzstandort Deutschland wird gegründet von Finanzminister Eichel und den größten Geldinstituten. Die Banken versprechen, Deutschland treu zu bleiben und mehr Kredite an die Wirtschaft zu geben. Die Gegenleistung des Finanzministers: die Banken brauchen für ihr Geschäft mit Kreditverbriefungen kaum noch Eigenkapital. Juni 2003. Eine Bundestagssitzung in fast leerem Plenum. Das Kleinunternehmenförderungsgesetz wird verabschiedet, geschickt vom Finanzministerium darin verpackt, die Gewerbesteuerbefreiung für Kreditverbriefungen, die den Banken ungeheure Profite beschert. Die Abgeordneten aller Parteien ahnungslos, sie glauben, es gehe nur um Mittelstandsförderung. Die Banken waren am Ziel. Die Regierung hat's möglich gemacht
Und die Abgeordneten haben es ohne jegliche Ahnung abgesegnet. Die Abgeordneten haben also wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass sie hier auch ganz gigantische Risiken der Banken gerade von der Gewerbesteuer befreit haben. Und ihnen ist nicht bewusst gewesen, was sie hier tun, weil sie ja glaubten, sie machen Mittelstandsförderung. Die Regierungen haben seit 2003 mehrfach gewechselt. Erst haben sie mitgemacht, doch jetzt zögern sie, die Finanzmarktregeln wieder zu verschärfen, obwohl ihre Aufweichung zu Milliardenverlusten für den Steuerzahler geführt hat. Die Bürger aber wollen scharfe Finanzmarktregeln und dass die, die das Desaster verursacht haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Der Strafrechtler Professor Albrecht hat da wenig Hoffnung. Juristisch belangt wird wohl kaum einer. Und das Geflecht von Politik und Finanzwirtschaft sei undurchdringlich. Alles werde weitergehen wie bisher. Das ist Kapitalismus pur. Der Kapitalismus entwickelt sich zu einem Moloch, zu einem Gespenst, der nicht mehr kontrollierbar ist durch Öffentlichkeit. Und Politik und Ökonomie bilden zwei Teilsysteme, die unter sich das Geschäft ausmachen. Der Leidtragende ist der Bürger, er wird irgendwann mit einer langen Nase da sitzen. Die Kungelei geht munter weiter. Jetzt arbeitet die Initiative Finanzstandort Deutschland dafür, eine scharfe Regulierung zu verhindern, damit die Spekulationsgewinne weiter sprudeln können. Harte Finanzmarktregeln würden nur den Finanzstandort Deutschland gefährden. Ebenso haben wir ein elementares Interesse daran, dass neue Regulierung nicht zu Wettbewerbsverzerrungen und einer Benachteiligung deutscher Institute führt. Vom Bundesfinanzminister keinerlei Widerspruch. Ein Interview für Kontraste lehnt er ab, schriftlich nur so viel. Eine Mitgliedschaft in einem solchen Netzwerk bedeutet nicht, dass das BMF, das Bundesfinanzministerium oder die Bundesbank sich die Interessen der weiteren Mitglieder zu eigen machen. Der Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick sieht das ganz anders und fordert Konsequenzen. Wenn wir stabile Regeln für die Finanzmärkte haben wollen, dann muss die Kungelei zwischen Finanzbranche und Politik endlich aufhören. Die Politik muss klare Regeln setzen, denn sonst gehen die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern hinten runter und die Finanzbranche setzt sich durch. Und deswegen müssen Bundesbank und Bundesregierung sich aus der Initiative Finanzplatz Deutschland zurückziehen. Lückenlos wurden die Darlehen bedient. Und wenn Sie dann dieses Kündigungsschreiben bekommen, dann fühlen Sie sich komplett verarscht, verraten und verkauft. Ich bin ärgerlich und böse darüber, ne, wie die Sparkasse mit einem umgeht. Einfach weg und fertig, obwohl man sich nichts zu Schulden kommen lassen, ne. Das letzte Gespräch mit meiner Mutter war, dass wir telefoniert haben und sie sagte, vielleicht verkauft sich eine freie Wohnung besser. Ja, und dann habe ich sie zwei Tage später tot in der Wohnung aufgefunden. Es war einmal. So beginnt auch diese Geschichte und sie ist kein Märchen. Sie handelt von Menschen, von ihrem Traum, vom eigenen Haus und wie der Traum auf einmal platzte. Michael Beck kann rechnen, solange er will. Für sein Problem findet er keine Lösung. Sein Traum liegt in Mecklenburg im Örtchen Dachau und hat 36 Betten. Sein Hotel und seine Existenz. Alles lief prima, bis die Bank seinen Kredit verkaufte, an einen sogenannten Hedgefonds, manche sagen dazu Heuschrecke. Nun steht sein Haus vor dem Aus, denn die neuen Besitzer des Kredits wollten die Hotelimmobilie, für die eine Grundschuld als Sicherheit dient, schnell zu Geld machen. Der Betrieb lief gut, nun weht der Geist des Pleitegeiers durchs Hotel. Von ursprünglich 800.000 Euro hatte er bereits 200.000 abbezahlt, doch die Kreditaufkäufer mit Namen Lone Star wollten etwas anderes. Dann ging von Lone Star, sprich Hudson Advisors, dieser Krieg los, dieses Objekt und diesen Betrieb öffentlich darzustellen, zum Verkauf anzubieten, Leute herzuschicken, Gerüchte zu streuen und so weiter. Da ging dann also wirklich dieser Nerventerror los.
Heute steht Beck nun der schwerste Gang bevor. Sein Haus kommt unter den Hammer. Die Kreditaufkäufer haben in kurzer Zeit die Zwangsversteigerung erwirkt. Wie ihm geht es Tausenden in Deutschland. Von 50.000 verkauften Kreditnehmern ist die Rede. Kaum mehr als 200 sind vor Gericht gezogen, denn nach deutschem Gesetz sehen sie bislang kaum eine Chance, sich juristisch zu wehren. Michael Beck wird versuchen, bei der Zwangsversteigerung für sein Hotel mitzubieten. Sein Limit liegt bei 300.000 Euro, denn so viel hat er schon investiert, er hat nicht mehr. 150.000 Euro für Frau Eugenie Schneider und Herrn Werner Schneider zu ihren halben Anteil zum ersten. 450.000 Euro zum zweiten. Und 450.000 Euro zum dritten. Wird noch ein Gebot abgegeben? Dann wird die Bietstunde beendet um 11.27 Uhr. Michael Beck kann es noch immer nicht glauben. Seine Bank habe den Kredit weder gekündigt, noch sei er jemals in Zahlungsschwierigkeiten gewesen. Doch nun ist sein Hotel weg, ersteigert von einer Maklerin für ein reiches Ehepaar, das dort eine Privatresidenz plant. Ich habe 1,5 Jahre Krieg mit einem Hedgefonds. Sie haben diese Immobilie von einem Hedgefonds übernommen, der sich mir gegenüber wie ein Schwein verhalten hat, ja? Nicht wie ein deutscher Kaufmann. Und jetzt möchte ich mit Ihnen keinen Krieg, sondern wir müssen das vernünftig zurechtkriegen. Ich verliere 500.000 Euro, wissen Sie, wie viel Geld das ist? Sind Sie jetzt der Eigentümer, wenn ich fragen darf? Aha. Ich verliere 500.000 Euro, wissen Sie, wie lange ich dafür gearbeitet habe? Mein ganzes Leben. Dieses Haus hat eine Seele. Wir haben es 15 Jahre hochgezogen mit sehr, sehr viel Geld, mit sehr vielen Niederlagen. Ja, also und Sie ersteigern das jetzt für ein Schnäppchen. Nach einem noch unter Kanzler Schröder verabschiedeten Gesetz kann die Bank an Investoren ohne Banklizenz verkaufen. Ohne zu fragen, ohne den Kredit fällig zu stellen. Das wird ja in der Presse immer gesagt, das sind faule Kredite. Ich hatte ja keinen faulen Kredit. Ich wollte klagen, dass die Lone Star offenlegen, für wie viel sie diese Kreditforderung gekauft haben. Ja? Wie viel haben sie bezahlt für diese Kreditforderung, die irgendwo im Raum steht? Und auf dieser Basis können wir über eine Umschuldung verhandeln. Das Gesetz bietet mir das nicht. Sie müssen es nicht offenlegen. Das Zweite ist, als Schuldner biete ich Ihnen eine Umschuldung an, über Monate, über 1,5 Jahre. Ich bin mit der Bank dort gewesen, da haben die gesagt, ja gut, das ist uns jetzt sicher, wir wollen noch mehr, mit dem machen wir jetzt nichts mehr. Und dann sind die in den Markt gegangen und ich war wieder ungeschützt, durch das Gesetz ungeschützt. Die sind in den Markt gegangen und haben die Immobilie und den Betrieb angeboten, was ja gar nicht geht. Der Gipfel? Ja? Was in diesem Land passiert. Nicht ja. Was hier gerade, das ist Schicksal von ich vielen. Ich erlebe es leider sehr konkret. Ja, das tut mir leid. Und also, die Nerven müssen Sie erstmal haben, das auszuhalten. Ja, ja? Das glaube ich Ihnen. Ja. Nein. Okay. Sie haben seine Karte und machen Sie das unter Juristen. Ja. Ja? Nur noch die Juristerei, das Menschliche zählt gar nicht. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt hat sie ein schlechtes Wissen, die hat sich nicht informiert. Die Dame, die das ersteigert hat für jemand anderen, der hier nicht auftreten wollte, hat sich nicht informiert, hat ihren Mandanten nicht informiert, was die Hintergründe sind. Es sind so viel abgesprungen deswegen, wegen dieser Hintergründe, die Arbeit dort gesehen haben, die jahrelange Aufbauarbeit gesehen haben, dass ich umschulden kann und will. Ja? Und jetzt kommt jemand und sagt, Schnäppchen, das sind die Spielregeln im Turbokapitalismus. Bitte, dann sind es eben die Spielregeln. Dann habt ihr euren Turbokapitalismus. Michael Becks Schlosshotel in Mecklenburg wird wohl dicht machen. Für den neuen Besitzer, ein vermögendes Ehepaar aus Süddeutschland, soll hier ein Feriendomizil entstehen. Die Einheimischen, die auf der Terrasse bislang ihr Bierchen trinken, werden keinen Zutritt haben. Auch das Seeufer wird Privatgebiet. Die Zwangsräumung ist schon beantragt. Denise Kropp wird ihren Job los und mit ihr noch 9 andere Hotelangestellte. Ja, es ist, die Nerven liegen blank. Blanker als man denkt. Sie sind so. Man muss sich jetzt eventuell abfinden, Verlierer zu sein. Ich bin eigentlich schon entsetzt, wie einsam man in diesem Land werden kann, wenn man so gerackert hat.
ja, und dass es nicht belohnt wird, sondern dass jemand von weit fern kommt mit viel Geld, ich sag mal Turbokapitalisten, die hier auf eine ganz unelegante, unfaire, hinterhältige Art Profit machen, von dem wir nur träumen können mit der Arbeit, die wir geleistet haben. Und das müssen Sie erstmal begreifen. Nicht nur die Gesetze spielen den Kreditaufkäufern in die Hände, sondern auch das Verhalten mancher Bank und Sparkasse.